Hallo zusammen, ich grüße euch und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, War of the Walkers. Ja, ihr seht es am Startbildschirm. Es ist ein neues Update rausgekommen. Und zwar mehr von allem. Mehr von Zombies, mehr Gegenstände zu bauen, mehr Sachen zum Craften, mehr Sachen zum Looten und so weiter und so fort. Ich habe mal alles grob voreingestellt und wir gehen dann auf jeden Fall rein. Ich musste leider den alten Spielstand komplett löschen. Es stand wirklich dort, dass man die alten Spielstände, wenn man die übernimmt, es zu wirklichen Fehlern kommen kann. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe den geladen, bin reingegangen und habe da wirklich festgestellt, es hat sehr viel gebuggt. Es waren teilweise einzelne Strukturen an Gebäuden weg und jetzt die Zombies gab es auch nicht mehr so ganz. Und deshalb habe ich gedacht, okay, werden wir nach der ersten Folge gleich wieder den Spielstand löschen und beginnen hier natürlich mit dem neuen Update in Folge 2. Ich mache da nicht wieder einen Start im Start. Habe ich ja bei anderen Let's Plays gemacht, aber wir starten hier jetzt bei Folge 2. Ich schreibe dann einfach nur hin, Folge 2, neues Update und los geht's. Ne? Ich habe dann Spieler, ein Spieler, Zombieanzahl 45 Zombies. Kann man dann natürlich noch hochdrehen, wie man will. Ich sag mal, wir lassen auf jeden Fall mal hier diese berühmten 64 Zombies, 30 Tiere. Grundeinstellung 60 Minuten habe ich gelassen, 7 Tage kommt der Blutmond, dann 18 Tage Häufigkeit des Tageslichts, im Prinzip also Dauer des Tageslichts 18 Stunden, nicht 18 Tage. Blutmond-Dauer dauert nicht einen Tag, das ist im Prinzip nur der Abend. Die Warnung, also alles nach wie vor, alles okay. Das Einzige, was ich bisher geändert habe, ist die Zeit bis zum Wiedererscheinen von Beute von 30 Tagen auf 20 Tage runter reduziert. Und ich kann euch schon sagen, dass ich muss den nochmal löschen. Xanthus W2, das habe ich vorhin schnell getestet. Das funktioniert alles einwandfrei. Und ich kann euch schon sagen, dass zwei weitere Händler in dieser Mod hinzugefügt wurden oder eingepflegt worden sind. Der eine verkauft uns bzw. handelt mit Quests und der andere handelt mit Büchern von Dingen, die wir uns aneignen können. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Okay, meine Lieben, wir sehen uns gleich direkt in der Spielzone drin. Ich lösche nur schnell kurz den Testspielstand und komme gleich wieder. Okay? Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir haben jetzt gestartet. Neuer Tagebucheintrag, Überlebensmodus, den hatten wir ja gerade eben aktiviert. Ich habe nochmal zwei, drei Sachen gelootet. Mal geguckt, ob hier alles so wunderbar funktioniert. Es geht echt sehr gut. Also, es geht noch ziemlich ruckelfrei. Hier haben wir eine Nachricht bekommen. Die sollten wir auf jeden Fall annehmen. Das ist die Quest. Da sollten wir mal runterlaufen. Und zwar Richtung White River. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du Händler finden, bla bla bla. Das kennen wir ja alles schon. Und Folge 1, und zwar hier oben ist das. Ne? Also sollten wir ja hier mal so einen schnellen Wegpunkt hinbauen. Und dann würde ich mal vorschlagen, herzlich willkommen nochmals in 7 Days to Die. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal Richtung diese Stadt. Wie gesagt, in dieser Mod hat sich durch dieses neue Update sehr, sehr viel geändert. Es gibt sehr, sehr viele neue Sachen zum Looten. Hier muss man auf jeden Fall einen Schlafsack anfertigen jetzt als nächstes. Das ist ja die ganz normale Quest, die hier durchführt. Also so her alles gut. Entweder die Straße runter oder ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall mal der Hauptstraße lang. Schauen wir mal, was es gibt. Ich hoffe mal, es geht jetzt deutlich ruckelfreier. Vielleicht war das wirklich auch das Problem, warum wir... Es ist ja dieselbe Karte, also alles gut. Wir wissen ja ungefähr, wo es hingeht. Deutlich ruckelfreier sollte es jetzt gehen. Vielleicht war das tatsächlich das Problem mit dem Update. Das sehen wir aber gleich. Hier vorne steht ein Bus. Kleiner Stein. Stein kann man immer gebrauchen. Wir nehmen auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, wir nehmen auf jeden Fall wieder alles mit. Soweit uns unsere Hände tragen können, beziehungsweise unsere Füße. Und ich denke mal, es wird da nicht lang dauern. Treffen wir hier auf jeden Fall auf den ersten Zombie. Schaut mal, das kann man auch schon schön untersuchen, hier den Stadtbus. Und den kann man garantiert, boah, schaut mal, wie viele Slots der enthält. Kann man auf jeden Fall dann garantiert danach auseinandernehmen. Können wir hier schon irgendwann, oh, jawohl, okay. Den Bogen könnten wir auf jeden Fall schon mal herstellen. Wir könnten schon eine Axt bauen. Den Hammer. Eine Schaufel, Pickaxe, das ist mal ganz wichtig, ne? Das bauen wir uns als erstes, würde ich sagen. Drücken wir auf W, dann der Bogen drücken wir auf W, passt auch schon. Das Problem ist beim Bogen, keine Pfeile da. Ne, da bräuchten wir auf jeden Fall, ne, da gibt es einen Knochen, hier, das sind die Steinpfeile, doch, können wir auf jeden Fall machen.
Ah, du verfügst nicht über die erforderlichen Rohstoffe. Okay, alles klar. Für einen Steinpfeil bräuchte man natürlich. Ja, okay, bräuchte man noch Federn. Da müssen wir mal gucken, ob es hier irgendwo so den Nester gibt, die man hier ausräumen können. Das sind so kleine Vogelnester. Oder wie auch immer die aussehen. Ja, es läuft auf jeden Fall ruckelfrei. Das sieht schon mal wirklich, wirklich gut aus. Freut mich sehr, sehr schön. Ja, ich habe auch mal die Grafikeinstellung noch ein ganz kleines Stück runtergesetzt und so weiter. Habe das mal auf automatisch gemacht. Das heißt, sobald das grafisch hier ein bisschen, sobald das bisschen in die Höhe geht, beziehungsweise die Grafik etwas mehr verlangt wird. Rohstoffe abbauen. Ah, da gibt es auch Federn. Ja, können wir nicht wenigstens erstmal die Keule einsetzen? Ja, können wir. Keule legen wir mal auf die 1 und den Bogen legen wir gleich mal auf die 2. Jawohl. Funktioniert also. Okay, funktioniert noch. So, dann würde ich. Habe ich schon Zombie gehört? Oder wollen wir das? Okay, das gab schon mal Fleisch, das gab schon mal Federn. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall schon mal Steinpfeile bauen. Wie viel kann man hier bauen? 11 Stück bauen wir. So, dann hätten wir hier schon mal. Baumwolle brauchen wir auf jeden Fall für. Grüß dich. Okay, die läuft halt hier einfach so lang und ja. Ruck jetzt wieder ein kleines bisschen. Ah, ich muss noch was einstellen. Ich bin gleich zurück. So, mein Lieben, probieren wir es nochmal. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Also, scheint nicht mehr zu ruckeln. Jetzt habe ich da zusätzlich nochmal Vertical Stint angeschaltet. Das ist ja, wie gesagt, das ist von PC zu PC ist das ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Aber bis jetzt sieht es mal noch gut aus. Okay, jetzt habe ich wieder festgestellt, mit F8 schaltet man die FPS-Anzeige ein. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Wieder was dazu gelernt. Schön. Laufen wir mal Richtung Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es gibt am Anfang hier sehr, sehr viel zum Einstellen, sehr, sehr viel zum Justieren. Ganz kleines bisschen, ne, ihr seht es selber. Aber wie es aussieht, es funktioniert schon mal sehr gut. Also, es hat wirklich was gebracht, das Update hier drauf zu ziehen. Ich weiß nicht, warum wir es nicht gesehen hatten am Anfang, dass so ein neues Update draußen ist. Ich habe extra nochmal gecheckt im Modloader, ob wir da ein neues Update, ob da ein neues Update da draußen ist. Für War of the Walkers. War keins draußen. Und dann plötzlich heute. Update, alles klar. Ja, funktioniert sehr gut. Funktioniert sehr, sehr gut. So, was machen wir, meine Lieben? Hier vorne ist schon mal so ein Bus. Hier ist unsere Hütte, wo wir uns eingegraben hatten. Da ist auch wieder dieser komische Bär drin. Oder wir nehmen uns hier so ein Haus vor. Zumindest mal für die erste Nacht, behaupte ich mal. Wie viel hätten wir da noch Inventar frei? Ja, ich habe das Inventar noch ein kleines bisschen umgestellt. Und zwar normalerweise ist das hier eigentlich die Taste B für Inventar. Aber bei mir ist das hier die Taste I. Jetzt komme ich zur Bewertung, komme ich jetzt, wenn ich jetzt die Taste B drücke. Hier ist zumindest mal alles zu. Kann gut oder schlecht sein. Ah, das ist die Garage gewesen. Ich glaube, da waren wir schon mal drin. Also ich denke, das hier ist dem Update geschuldet, oder? Also da hinten diese komische Farbe an dem Haus, das sieht da sehr lustig aus. Und hier vorne dieses Auto. Schaut mal hier. Das ist auch nicht schlecht. Steht hier mitten so drin. Brauchen wir noch ein bisschen. Hat noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, selbst das Update. Hier
kann man Pflanzen mitnehmen. Das war wahrscheinlich meine alte Tankstelle hier. Was ich hier ein bisschen vermisse, sind auf jeden Fall Zombies. Aber ist okay, wahrscheinlich werden die noch kommen. Hier ist auf jeden Fall mal das Garagentor auf. Oh, okay, das sieht schon mal böse aus hier. Mhm. Ja, hier kommen wir rein. Ich meine, zur Not könnten wir das Tor einfach zumachen. Wow, Geschenke. A Christmas Present. Okay. Und wie kann man das aufmachen? Nein, Weihnachtsdekoration und Geld. Kann man verkaufen. Oh, richtig gut. Ah, wie es aussieht, kann man das hier nicht zumachen. Okay. Ja, man kann hier auf jeden Fall alles schön mal untersuchen. Was gibt es denn hier? Welche Korb? Ah, gibt es schönes Material drin. Was hat man denn hier? Oh, ein Rucksack. Ja, Überbelastung. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Wasser gefunden. Das ist schon mal gut. Können wir zumindest mal was trinken. Gibt es hier noch irgendwo was? Ich wollte gerade sagen, gibt es hier noch irgendwo was in dem Schrank? Jawohl. Eins, zwei, perfekt. Schön. Das Regal wäre leer. Hier gibt's nichts mehr. Bin nur mal gespannt, wann hier die ersten Zombies kommen. Ich bin mal gespannt. Meistens verbirgt sich hinter diesem Glaszeug, verbirgt sich da meistens entweder ein Schrank oder irgendein Geheimnis oder irgend sowas, beziehungsweise was, wo es tollen Loot gibt. Medizinschrank, sehr gut. Okay, gibt es Pulver. Ist auch neu. Leere. Und immer überall hingucken. Immer an die Decken gucken, immer nach unten gucken. Und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Kaffeeautomat. Gibt es nichts mehr. Die Schrank. Aus Edelstahl. Natürlich. Hier gibt es noch was, eine Kleinigkeit, die auch noch. Hier gibt es auf jeden Fall leere Dosen. Die kann man auf jeden Fall dann verarbeiten. Mal gucken, ob noch was in der Mikro drin ist. Jawohl. Wasser? Ja, reines Mineralwasser. Sehr schön. Also da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Das ist ein Grill für unser Lagerfeuer. Hier gibt es Farbe. Muster brauchen wir nichts. Hier gibt es noch den Seitenschrank. Da gibt es auch Wasser drin. Schön. Ne? Ausgekochtes Wasser ist immer gut. Wird uns nicht schlecht. Ja, Samen und Schmerzmittel. Schmerzmittel hervorragend. Vielen, vielen Dank. Hier geht's wieder raus. Oh, schaut mal, ein Geheimlager. Ne, schade. Und noch kein einziger Zombie, ne? Es war noch kein Zombie da. Okay, das ist der Fernseher, das ist... Hier, Bücherregal, die sind ganz, ganz wichtig. Da gibt es Papier. Und hier, schaut mal. Das ist prädestiniert hier. Diese kleinen Teile hier, die auch nur 100 Gesundheit haben, beziehungsweise 100 Lebenspunkte, die man schön runterschlagen kann gleich. Ah, okay, da gibt es Farbe drin. Ja, macht nichts. Nee, das ist... Nee, alles gut. Ja, wir sind auf jeden Fall dichtig gepackt. Weiß ich bloß nicht, was da hinten ist. Können wir noch irgendwas anderes herstellen? Eine Steinaxt. Abbauen von Stein, reparieren, aufwerten von Mauern, Türen, Fenstern. Keine besonders gute Waffe. Ja, kann repariert werden. Doch, der Hammer. Und hier gibt es die Pickaxt. Stein oder Metallblöcke. Ja gut, da können wir uns auch die Axt bauen. Vielleicht ist die ein bisschen besser hier. Und dann bauen wir uns noch den Hammer. So, Axt kommt runter. Der Hammer bauen wir noch ein Stück.
Ja, die Axt, schaut mal, die Axt ist auf jeden Fall gut. Macht schon mal 24 Punkte gleich mal. Ach, schade. Schade. Hatte gedacht, es gibt was. Ah, bloß in dem Haus gibt es nicht einen Zombie. Habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Dusche und eine Dusche. Aber dafür medizinische Vorräte. Vitamine. Vitamine ist immer gut, wenn wir mal angeschlagen sind. Hier gibt es nichts. Also normalerweise sind da mal Zombies drin. Bin ganz ehrlich. Schaut mal hier draußen. Eine Handtasche auf dem Dach. Geld und irgendwas sehr Starkes. Da ist auch noch ein Bild drin. Kein Zombie da. Keiner da. Hauen wir das Bild mal ab. Schade. Ich denke immer gerade in solchen Sachen befindet sich dann wirklich so wie zum Beispiel hier Munition und einen richtigen Steinvorschlaghammer. Sehr, sehr geil. Hier müssten die Zombies dann erstmal versuchen reinzukommen. Das ist auf jeden Fall im zweiten Stock. Das ist schon mal richtig gut. Schade, hier gibt es nichts mehr. Sehr schade. Und alles verschlossen, ne? Oh, da bräuchte man dann höchstwahrscheinlich so eine Stone Pickaxe. Dann gibt es den Hammer. Der trägt ganz schön ab. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bloß da kann man noch außen rumlaufen auf dem Dach. Das interessiert mich jetzt mal. Oder wir nehmen das Teil. Okay, das geht ja bei Metall richtig los. Ne? Seht ihr das? Also das macht mir richtig Spaß. Ah, und schon geht's. Wow. Das ist der Raum. Das ist der Raum der Räume, meine Lieben. Das war er. Oder das ist er. Das ist immer, in jedem Haus gibt es mindestens immer einen so einen Lootraum. In diesem Lootraum gibt es immer ganz, ganz lustige Sachen. Manchmal auch mit viel, viel Glück eine Waffe. Aber auf jeden Fall immer diese Kisten. Schön, wunderbar. Ihr seht an der Ausdauer, seht ihr, dass es genau die richtige Waffe dazu ist, dass die Ausdauer eigentlich fast nicht abnimmt. Mega cool, eine Waffenkiste. Eine Mod. Und 9mm Munition. Sehr geil, vielen Dank. Schade. Eine versteckte Truhe, wow. Boah. Handschuhe, Stiefel, Munition. Die Jägermod. 100% Schaden bei lebenden Wesen. Kann bei jeder Nahkampf- oder Fernkampfwaffe installiert werden. Aber nicht bei Werkzeugen, wow. Und Eisenbolzen. Hier gibt es nochmal Munition. Sonderbüchsenmunition und eine Bandoliero-Mod. Oh, 30% schnellere Nachladezeit. Schön. Schade. Ja gut, man kann nicht alles haben, aber das hat sich ja schon mal hier richtig gelohnt, oder? Was meint ihr? 13:44 Uhr, da bietet sich doch eigentlich an, dass wir zumindest nochmal rausgehen und ins nächste Haus nochmal reingucken, oder? Ich verstehe bloß ganz ehrlich gesagt nicht, warum hier kein Zombie auftaucht. Oder vielleicht ist es Tag 1. Ist noch ein bisschen wie so, keine Ahnung, wie so Welblingsmodus am Tag 1 bei dem Update. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Zombies aufgedreht. Wir müssen uns auf jeden Fall, sollten wir uns mal... Beziehungsweise wir müssen uns einen Unterschlupf suchen. Ne? Gerade für die Nacht wäre das ganz, ganz wichtig. Aber wie es aussieht, hier gibt es gerade mal keinen Zombie. Ich würde aber gerne nochmal schauen, ob ich hier irgendwo
so ein Nest finde, gerade für die Federn, gerade für den Bogen, wäre das richtig, richtig gut. Den Bus könnten wir sogar, ja, den Bus könnten wir durchsuchen, aber allerdings. Schaut mal, was ist denn das für eine Hitbox von dem Bus? Habt ihr das gesehen? Ein Zombie noch nicht da. Nicht einer. Na gut, was er nicht ist, ich sage immer wieder, was nicht ist, kann noch werden. Tür durchsuchen, okay. Oh, hier kommen wir schon mal rein. Okay. Hier gibt es nichts, das war mal ein Klo. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo schauen, wo wir dann bleiben können. Die Pflanze können wir aufheben, kein Problem. Ah ne, das kann man durchsuchen. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Okay. Ja, Holz brauchen wir am Anfang jede Menge. Das ist eine ganz klare Ressource. Gibt es leider auch nichts. Wir können ja die ganzen Särge durchsuchen. Die ganzen Teile. Unglaublich. Vor allen Dingen, die könnten wir ja zur Not, also den Raum hier könnten wir ja zur Not ein bisschen so als Lager verwenden. Weil schaut mal, wie viele Slots in diesen Särgen drin sind. Müssen wir nicht mal Kisten oder sowas am Anfang bauen, sondern einfach nur die Särge vollräumen. Bin ich schon mal nicht ganz so verkehrt. Oha. Moin. Ist jemand geil gemacht. Mega geil gemacht. Mega geil. Oha. Oh nein, was? Der Gegenstand muss schon repariert werden? Das ist nicht euer Ernst, oder? Alter, ich halte es nicht aus, ne? Dahinter ist halt was. Schauen wir mal, gucken wir mal auf die Bank. Vielleicht kommen wir da ran. Jawohl, der Handtasche. Es gibt leider nichts in der Handtasche, schade. Aber... Wow. Schade. Auch nichts drin, aber... Ihr wisst Bescheid. Das sollten wir zumindest mal hinter jedem Bild mal gucken. Schade. Oh, wow. Okay, hier geht's wieder raus. Medizinischer Vorrat. Ernährungsalkohol. Naja, was es hier alles gibt, ne? Und es gibt wieder was zu entdecken. Oh, das ist die Währung. Das sind diese Jetons. Hier gibt es Metall. Kann man auf jeden Fall Metall looten. Jede Menge. Okay, leerer Wasserkrug, Schmerzmittel, Schießpulver und so weiter und so fort. Also schaut euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn hier. Also das ist ein richtiges Labor. Das hier ist ein richtiges Labor. Getarnt als Kirche. Und ich sag da nichts dazu. Schaut mal, hier geht es auch noch hoch. Das heißt, das hier wäre ein absoluter perfekter Ort, finde ich zumindest mal von Anfang. Damit wir uns hier mal häuslich einrichten. Das ist ja mal sensationell, ne? Hier so ein bisschen was außenrum gebaut. Um die Klimaanlage. Schaut mal, hier unten ist so ein Nest. Schön. Und da oben ist, geil, da oben ist auch eine Kiste gespickt mit einer Falle außenrum. Aber ich sehe keine Zombies. Ich sehe absolut keine Zombies. Schlagen wir auf jeden Fall nur noch die Wand ein. Beziehungsweise eigentlich nur der Holzverschlag, ne? Das ist ja keine Wand. Okay, das ist auch kaputt gegangen. Und was... Ja. Yep. Einen Patronengurt. Lädt 15% schneller nach. 9 mm Munition. Und hier können wir noch eine Versandkiste aufbrechen. Einen verborgenen Vorrat. Wow. Was ist denn das? Also das hier, wir bekommen hier wahrscheinlich, wie es aussieht, XP. 10.000.
Kann das sein? 10.000 Erfahrungspunkte einfach so? Ja gut. Ne, da kommen wir nur wieder raus. Da kommen wir auch noch wieder raus. Also alles gut. Hier unten ist ja die, hier unten ist ja eigentlich das, das Hauptschiff drin oder das Hauptschiff der Kirche. Aber ihr seht's, ne? Keine Zombies. Keine Zombies da. Faszinierend. Wenn ich das hier so sehe. Hier kommen wir auf jeden Fall mal noch in den anderen Raum rein. Oh, das ist, wie gesagt, das ist wieder der Hauptlootraum, oder? Jawohl, mit der versteckten Kiste. Wow, endlich. Eine Donnerbüchse. Stiefel. Eine Kapuze. Schaut mal. Stiefel. Würdest du gerne anziehen? Eine Kapuze würde ich auch gerne anziehen. Was hat man vorhin noch gefunden? Alteisenstiefel. Das sind auch Alteisenstiefel. Stufe 2. Kein Problem. Eine Jacke. Die können wir auf jeden Fall auch anziehen. Das sieht jetzt recht heftig aus, ne? Wiederum. Ne? Eine Glücksbrille. Schön. Vorschlaghammer packen wir uns gleich ins Inventar rein. Eine Donnerbüchse packen wir uns auch gleich rein. Jetzt müssen wir nur mal überlegen. Poncho haben wir gelernt. Hier könnten wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer machen. Das wäre kein Problem. Essen und Trinken sieht zurzeit noch sehr gut aus. Okay. Könnte man verkaufen oder ja, auseinanderhauen. Alles klar, ich überlege noch gerade. Hatten wir vor uns nicht noch ein paar Armschienen gefunden irgendwo? Sollten wir in Zukunft auf jeden Fall sofort ausrüsten, wenn wir dann irgendwas finden. Weil so suchen wir uns hier wieder, dumm und dämlich. Nein. Nein. Gerade, ich hatte gedacht, ich habe irgendwas. Ne, lauter gute Mods, ne? Muss man sagen, wie es ist. Absolut geil. Aber keine Armschienen. Na gut, ist auch nicht schlimm. Ein Verband. Und hier gibt es auch nochmal eine Kiste. Da gibt es Pflastersteine drin. Okay, sehr schön. Hier kriegen wir die Kiste rein. Hier kriegen wir zumindest mal ein bisschen was rein. Ich würde sagen, alles erstmal rausräumen. So viel wie geht hier rein. Erstmal nur grob. Also erstmal wirklich nur grob hier reinpacken. Das nehmen wir auf jeden Fall mal heute zum Übernachten hier. Schaut mal diese Riesenkiste an. Was wir hier alles reinbekommen. Ne? Dann werden wir zumindest mal nicht so bepackt. Trübes Wasser. Also das müssen wir auf jeden Fall abkochen. Ich würde dann sogar gerne sagen, dass wir hier auf jeden Fall vielleicht unser Lagerfeuer her. Unser Lagerfeuer herpacken hier. So. Ich glaube, man wird eigentlich erstmal reichen, oder? Kleine Steine können wir noch wegpacken, genauso wie das. Da können wir uns auf jeden Fall dann was zum Heilen herstellen, genauso wie die hier. Das brauchen wir auch nicht. Ich überlege gerade, ich glaube, das Wasser musste man dann in irgendeinem See holen und musste das mit diesen leeren Krügen wieder auffüllen. War das nicht so? Kann mit Hilfe der sekundären Aktion an Wasserquellen gefüllt oder für andere Rezepte benutzt werden. Okay, alles gut. So. Finden wir hier. Na, hier könnten wir das doch machen, oder? Hier könnten wir doch auf jeden Fall ein Lagerfeuer machen. Wenn das irgendwie funktioniert. Bauen wir erstmal einen Schlafsack. Und dann würde ich sagen, wir gehen in ein Lagerfeuer. Da brauchen wir auf jeden Fall 5 kleine Steine dazu. Hat man, glaube ich. So, 5 Steine lassen wir in den. Okay. Ah, das funktioniert ja automatisch. Das ist schön. So, dann würde ich gerne hier das Lagerfeuer hinbauen. So. Zack. Wunderbar. Okay, da könnten wir das nämlich an. Könnten wir das nämlich andrehen. Da könnten wir ein bisschen was drauf kochen. Das wäre alles kein Problem. So viele Rezepte haben wir ja noch gar nicht freigeschalten. Das wäre auf jeden Fall. Item Meat. Was hatten wir denn? Was hatten wir denn für Fleisch hier? Das hatten wir. Genau das hatten wir gefunden. Sehr, sehr schön.
Gärungsalkohol, trübes Wasser. Ich glaube, das trübe Wasser könnte man dann auch dort mal durchkochen. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal das noch mit. Wird doch, es wird doch. Meine Lieben, es wird doch. So, dann schalten wir das mal an. 4 Minuten lang das mal. Anschalten. So, dann bräuchten wir auf jeden Fall einen Grill. Haben wir denn einen Grill? Ich glaube, irgendwas hat man schon gefunden. Jawohl, schön. Kochgrill. Irgendwas hat man gefunden, das weiß ich noch. Grill. Zack. Und dann doch, doch. Wir verfügen doch über die Rohstoffe, ne? Hey. Und nicht raus. Für das hier. Das und 5-mal durch. Jetzt. Okay, jetzt passt's. Okay, wunderbar. So, dann gab's ja nicht nur zu essen, dann gab's ja, glaube ich, hier auch zu trinken. Hier gab's ja auch. Genau. Genau das. Machen wir maximaler Zahl und los geht's. Okay. Funktioniert das schon mal wunderbar. Wunderbar. So, wenn wir wiederkommen, wäre das dann alles fertig. Schaut mal, es wird dann schon leicht Abend. Zombies gibt es hier immer noch keine, ne? Na gut, dann schaue ich mal, ob ich vielleicht nicht noch irgendwas Falsches eingestellt habe, wobei ich mir da eigentlich nicht bewusst bin, dass ich da irgendwas Falsches eingestellt habe. Schauen wir es auf jeden Fall. Das war Tag 1, meine Lieben, 18.14 Uhr. So viel mache ich heute auf keinen Fall mehr. Ich werde auf jeden Fall, werde mich dann auf jeden Fall hier häuslich niederlassen mit meinem Schlafsack und so weiter und so fort. Werde den Schlafsack dann hierher trapieren. Dann gucke ich mal, was wir hier noch stoppt. Den Schlafsack hier runter. Genau. So. So, dann hätten wir hier schon mal den Schlafsack hingepackt. Und dann, wir müssen jetzt Holzrahmenblöcke fertigen und einen Gebietsschutzblock anfertigen. Alles klar. Ich weiß bloß nicht, ob heute danach die Zombies kommen oder nicht. Das kann ich euch allerdings nicht sagen. Was ich euch sagen kann, ist, ich werde das hier auf jeden Fall nochmal begutachten, nochmal kontrollieren. Ob ich alles richtig eingestellt habe, weil so ein bisschen Gesellschaft hätte ich schon gerne. Ne? Aber gut, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen. Natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge 7 Days to Die hier wieder mit dabei seid. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zanto.